Zurück zum Hotspot. Erneut kampieren Dutzende auf der Zufahrtsstraße. Die Polizei hat den Weg abgeriegelt. Und alle warten auf die erlösende Reise zum Hafen. Wir wollen mit den Migranti sprechen. Die Situation ist sehr angespannt. Wir kommen in Tunesien an und werden mit Pistolen bedroht. Mit einer Kalaschnikow auf den Hinterkopf und mit Stöcken geschlagen. Nun, dann kommen wir auf kleine Booten, wo sich 20, vielleicht 25 Personen reinsetzen können. Zuvor haben wir bereits einen Fußmarsch nach Tunesien zurückgelegt, wo wir in den Städten gefangen sind, bis sie uns mitnehmen. In der Wüste gibt es kein Wasser, es gibt kein Essen, es gibt viele Migranten, die dort starben. Manchmal wird man genau dort wieder zurückgeschickt, ausgesetzt und muss von vorne beginnen, um wiederzukommen. Es ist wirklich hart. Ihr Europäer, ihr habt uns Afrikaner kolonisiert. Das stimmt doch. Und jetzt ist es an uns, auf euren Kontinent auszuwandern. Und das müsst ihr akzeptieren. Wir stellen uns auch die Frage nach ihren Wunschberufen und Zielen. Was ist das? Was ist das? Ich komme für mich und meine Familie. Ich habe nicht das Geld. Ich esse nichts. Ich komme wegen der Arbeit. Was für Arbeit? Tischler. Ich will Fahrer werden. Ich möchte Konditor werden. Ich werde jede Art von Arbeit machen. Mein Traum ist es, Fußballer zu werden. Like what professional? Football. Soccer player? Yeah, I'm a player. Das ist auch der Grund, weshalb ich nach Italien gekommen bin. Ich glaube, es wird klappen. Ich glaube an mich und dass ich es schaffen kann. Bayern. Hertha Berlin. Dortmund. Yeah, it's good. Mein Traumberuf ist es, Bauraupen zu fahren, um später damit mein Land aufzubauen. Das Ziel von nicht allen, aber sehr vielen: Italien, Frankreich und Deutschland. In Deutschland zu leben ist Gold wert, weil wir Rechte haben. Man bekommt ein Haus in einem Land, das dich beschützt, und du kannst in jedem Job arbeiten. Die beliebtesten Länder sind zurzeit Italien und Frankreich, würde ich sagen, aber der Rest ist auch ganz gut. Es gibt Belgien, es gibt Kanada, Deutschland. Das sind so die Länder, die beliebtesten, von denen alle in Afrika sprechen. Ihr Traum ist Deutschland. In Syrien, aber auch in den Flüchtlingscamps im Libanon, haben alle den gleichen Traum. Alle wollen nach Deutschland. Weil Deutschland das Land ist, das Flüchtlingen am meisten hilft, ihnen Arbeit und ein Haus gibt, wenn sie kommen. Mein Lieblingsland ist Deutschland. Wir sind hergekommen, um uns den Arsch aufzureißen. Wir wollen unsere Familien in der Heimat ernähren und unterstützen. Und ich habe gehört, dass das aus Deutschland gut geht. Meine Recherche hat ergeben, dass man in Deutschland ein hohes Gehalt hat. Und ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Wenn euch das gefallen hat oder ihr das spannend fandet, dann schaut doch die ganze Doku auf www.news.de. Lasst gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal.